Elektra ist ein Werk aus dem Arsenal der archaischen antiken Tragödien. Viele dieser Tragödien haben im Zentrum ein Trauma. Rache ist also hier im Zentrum. Man hat das Gefühl, dass man Familiengeschehnisse durch Racheakte am besten lösen kann oder überwinden kann. Das ist natürlich fatal. Und diese ganzen fatalen Strategien, die hier am Werk sind, führen dazu, dass man an kein Ende kommt. Ça c'est une très très bon premier opéra parce qu'on a une densité de scène, musique, orchestre, chanteuse comme cette feu d'artifice. Et la vitesse de la pièce, alors c'est comme une bombe, c'est comme c'est incroyable, à la fin on est fou. Ganz viel Information aus der Antike, aus dem klassischen Deutschtum, aus der Gegenwart um 1900, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in dieses Material hineingeflochten. Und diese Verschichtung, diese Polyphonie des Textes, die übernimmt auch Richard Strauss in seiner hochkomplexen Polyphonie seiner Komposition. Je trouve tout le temps avec Strauss que c'est assez simple. Alors, quand on parle de peur, on a peur. Quand on parle de les étoiles, on les étoiles. Simplement, il utilise le texte et il donne vraiment, picture book, une réponse du texte. Deux choses. On est what's trapped, you know, on est dans cette immense machinerie qui bouge, qui n'arrête pas. Ça, je trouve très intéressant pour la pièce. Je trouve aussi très intéressant l'idée que les personnages qui parlent, qui disent quelque chose, sont toujours dans une espèce de motion. Für unsere Produktion von Elektra hier ist jetzt wichtig, dass man einen Künstler, einen Raumbildner, einen Raumerfinder im Wesentlichen angefragt hat, der auch Regisseur ist und der im Zentrum ein Räderwerk kreiert hat. Und dieses Räderwerk ist natürlich anwendbar auf das Räderwerk der Taten innerhalb von dieser Familie. Niemand entkommt diesem Räderwerk. Das ganze Bild ist eigentlich eine Mixtur aus Gefängnis, aus Carceri von Piranesi. Es ist eigentlich ein Uhrwerk, es ist eine Zeitmaschine, die sich da dreht. Es ist ein Planetarium, es ist ein Observatorium, könnte man auch sagen. Und in dieser Zone, aus dieser Zone, aus dieser Falle, kann niemand entweichen. Hier kommt keiner lebend raus. Et dans cette production, c'est incroyable, clairement là. C'est une espèce de machinerie qu'on ne peut pas arrêter. Et ça, je crois que c'est un point d'interrogation dans nos vies maintenant. Très, très clair. Qu'est-ce qu'on veut avec notre monde? De l'un côté, c'est une chose très claire, une vision qui Ulrich nous donne. Mais de l'autre côté, c'est comme une boîte noire. On peut donner les émotions, les visions, les imaginations qu'on a. Chaque spectateur à l'autre. Ça, c'est très difficile de trouver aujourd'hui dans l'opéra, dans mon public décide, dicte, subconscious, moitié de l'expérience. Chaque spectateur crée le spectacle aussi dans l'opéra. Die Oper endet genau mit der Frage, was geschieht jetzt? Was geschieht mit Elektra? Was geschieht mit Chrysothemis? Was geschieht mit Orest? Den drei Kindern, die überleben. Das ist der Stoff.